Es ist 2. Radio 1 News. Mit der Elena Wagen. Über das vergangene Wochenende mussten in der Schweiz 125 Personen mit einer Corona-Erkrankung ins Spital. Das sind zwar etwas weniger als vor einer Woche, allerdings steigt der Anteil der Covid-Patienten auf den Intensivstationen weiter an. Das zeigen die neuesten BAG-Zahlen. Mittlerweile ist jede dritte Person in einem Intensivbett ein Covid-Patient oder Patientin. Außerdem zählt das BAG übers Wochenende 8 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 und insgesamt knapp 6.200 Neuansteckungen innerhalb der letzten 3 Tage. Das ist ungefähr gleich viel wie vergangene Woche. Schweizer Prämienzahlerinnen und Prämienzahler bezahlen für Medikamente in der Schweiz so viel wie noch nie zuvor. Die von der obligatorischen Krankenversicherung übernommenen Medikamentenkosten waren 2020 mit gut 7,5 Milliarden Franken so hoch wie noch nie. Mit einem Plus von 5% respektive 350 Millionen Franken liege der Anstieg deutlich über der durchschnittlichen Kostensteigerung in der Grundversicherung. Das schreibt der Krankenkassenverband Santé Suisse. Das Sparpotenzial sei dabei erheblich, heißt es in der Mitteilung. Mit echten Reformen könnten die Prämienzahler mehrere hundert Millionen Franken sparen. Das Parlament diskutiert das Referenzpreissystem noch in diesem Jahr. In den Kantonen Waadt und Wallis dürfen je 2 Jungwölfe abgeschossen werden. Das Bundesamt für Umwelt BAFU hat den Abschussbegehren der Kantone Waadt und Wallis zugestimmt. Die beiden Kantone haben Anfang August je ein entsprechendes Gesuch eingereicht, weil die Wölfe im Kanton Wallis mehrere Schafe gerissen hatten und es in der Waadt zunehmende Angriffe auf Rinderherden gebe. Mit dem Abschuss der Jungwölfe wollen die Kantone eine Verhaltensänderung des Rudels bewirken. Radio 1 Wetter. Heute Nachmittag ist es wechselnd bis stark bewölkt, zwischendurch aber auch Auflockerungen und also, ich sag mal, blaue Störungen am Himmel. Das ist effektiv eine schöne Sache. Es gibt aber zwischendurch auch Regengüsse. In der Nacht dann wieder wechselnd bewölkt mit vereinzelten Schauern. Morgen Dienstag ein Mix aus Wolken und ein bisschen Sonne. Vereinzelt kann es wieder Regengüsse geben, das aber vor allem Richtung Alpen hin. Temperaturen heute so um die 18 Grad. Morgen starten wir mit kühlen 10 bis 11 Grad im Tag rein. Auf den Nachmittag gibt es um die 20 Grad. Radio 1 Verkehr wird Ihnen präsentiert von den Meer. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.